Oh Manu. Okay, hier im Wasser vielleicht? Nee, ne? Hier ist auch wieder nur so ein Sonnenrang E. Mal gucken, vielleicht, was haben wir denn da? So, jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht kriege ich das ja auch besser hin, wenn ich hier auf den DS gucke, aber irgendwie nicht. Schade, was haben wir da? Trifft die Platzierung. Okay, das sollte ich vielleicht hinkriegen. Okay, das war ganz schön spät. Das klappt wieder nicht. Ich glaube, da bin ich wirklich nicht talentiert drin. Das andere hatte ich mir ja vielleicht nur eingeredet, aber ich glaube, das hier kann ich wirklich nicht. So. Mann, ich drücke, wenn das Ding da drauf ist. Wie soll das denn dann funktionieren? Ich meine, ja, ich weiß, dass das halt noch. Oh, da ist was. Dass das halt noch, so ein bisschen nachläuft. Aber es ist halt blöd, dass man dann immer direkt gar nichts mehr trifft. Naja. Gehe hier jetzt mal ein bisschen angeln, weil. Oh, du bist der dicke Fisch. Ach du Scheiße. Ich habe jetzt einfach random gedrückt. Vielleicht trifft's ja? Du bist ein Huchen. Okay. So, jetzt will ich hier noch die. Die sollte ich doch jetzt aber kriegen. Hat gezählt. Schildkröte. Hier war eben noch irgendwas. Ich habe es noch irgendwo schwimmen gesehen. Glaube ich. Da? Ein Stärketalisman. Alles klar. Ich schwamm hier nicht. Ah, da ist noch eine Schildkröte. Ich fange jetzt einfach mal Stuff hier. Ich meine, ich weiß halt nicht genau, ob ich Karpfen und so hier kriege. Ansonsten müssen wir da halt nochmal zum, ach Gott, da wo wir Nathan auch das eine Mal geholfen haben. Oh, hier gibt es einen Yokai. Hier? Du fühlst die Aura eines Yokai in der Nähe. Okay. Was ist denn da? Da. Na, da. Was ist das? Bernd, den brauchen wir. Oh, cool. Ich muss gerade schauen, was der mag. Weil den brauchen wir ja auf jeden Fall. Ich meine, vielleicht kommt der halt dann automatisch, weil wir den für eine Quest brauchen oder so. Was halt super praktisch wäre, weil dann das ermutigt einen dann ja auch irgendwie zu questen, wenn man weiß, dass man dadurch vielleicht sichere Yokai bekommt. Aber ich muss gerade mal schauen, was der im Zweifelsfall mag. Ich hab das vermutlich eh nicht dabei. Ich muss mal irgendwie hier. Okay, hier ist er nicht. Nimm Glitzer. Hornboxer. Butzemon. Doofkapp. Es gibt einfach so geile Yokai-Namen noch, ne? Die hätte ich dann alle ganz gerne. Tengu, Sengu. Oh, da habe ich gerade sogar schon den Kyubi gesehen. Aber ich gucke ihn mir nicht zu genau an, weil ich will mich ja nicht spoilern. Albernd! Oh, warum ist diese Liste nicht einfach alphabetisch sortiert? Das würde das alles. Knuffi-Wuffi, das ist ja niedlich. Warum ist diese Liste nicht einfach alphabetisch sortiert? Das würde die Sachen so viel einfacher machen. Nimm, 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 nimm. Oh Gott, hier, wo ist denn das Ding? Ich möchte, falls ihr irgendwelche guten Yokai-Fanseiten kennt, wo sowas vielleicht besser steht, dann könnt ihr mir mal Bescheid sagen. Ich bin im Moment immer auf yokaiwatchfanseite.com, weil die halt so eine schöne Liste mit den ganzen Yokai haben. Aber da ist Albernd. Albernd mag Fleisch. Toll. Albernd greift an. Mit zwei. Oh, Schlotteria, Gott, wie niedlich ist der denn? Den will ich auch haben. Oh Gott, aber wenn es den hier oben gibt, ist ja gut. Okay, Albernd mag Fleisch. Ist ein Cheeseburger, ein Hamburger, ist das Fleisch? Bestimmt, ne? Guck mal, Albernd. Nein? Ist in Ordnung. Na gut, das ist besser als gar nichts. Also gehen wir erstmal auf den Albernd hier. Oh, der heilt. Dann ist das. Der heilt. Das ist dann gar nicht so verkehrt, dass wir den tot machen. Weil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Machen die mein Vinzicado da fertig? Ansonsten muss ich gleich doch mal einen Ultisee raushauen. Hier, ja. Ultisee von Vinzicado, bitte. Du machst nämlich immer ganz schön Bums. So. Na, komm, das war voll schön. So. So, Vinzicado, dann macht doch mal alle hier fertig. Also, wenn der Albernd sich uns anschließen würde, wäre das schon Töfte. Okay, das.
Huch, nee, ich wollte gar nicht mehr den Ulti-See von Jibanyan machen. So, hier hoch und Albernd? Nein? Oh Mann, oh, ich brauche den Albernd, aber okay, kommt hier vielleicht noch einer? Nee, ja. Nee, okay, hier wird es wieder weniger, hier wird es mehr. Hier irgendwo hier muss dann ja ein D-Yokai in der Nähe sein, wenn es hier leuchtet. Aber ich gucke hier nochmal ins Wasser. Warst du zufällig ein Karpfen? Ich glaube, einen müssten wir ja sogar noch haben, ne? Wenn Mini alles täuscht. Ein Karpfen! Yippie! Ansonsten, was warst du? Du, da hinten warst auch irgendwas. Doch aus wie ein Karpfen, weil das so recht leicht zu hoch, das war schlecht. Weil das, na, ich meine, das war natürlich, das war abgepasst. Ansonsten haben wir spätestens jetzt zwei Karpfen. Wo ist denn der D-Yokai, der hier? Ach, hier können wir auch noch lang. Okay, das ist natürlich gut. So vielleicht? Wenn hier noch ein Albernd in der Nähe wäre, wäre das Töfte. Da ist tatsächlich einer. So, wo da? Okay, das mit dem auf den 3DS gucken geht wesentlich einfacher. Albernd. Hast du zufällig noch so ein Schlotterrier dabei? Der war nämlich süß. Ein Schlotterrier. Oh. Okay, ich brauche aber den Albernd. Also das haben wir Cremebrötchen, Kaugummi, Fruchtmilch, Cheeseburger. Getrocknete Makrele. Ich weiß gar nicht, ist eine getrocknete Makrele Fleisch? Ich meine... Doch nicht auf die Drotzel. Mann. Schmeckt gut. Toll. Ja, komm hier, Komajiro, hau mal raus. So. Aufgeladen, den Schlotterrier haben wir dann schon mal platt. Ich will den Albernd haben. Gewitterfront. Nice. Okay, dann jetzt nur noch auf den Albernd, aber das sollten wir ja auch haben. Jetzt schließt, pass auf, jetzt kommt die Drotzel und schließt sich uns an mit ihrem Schnodder da, ey. Oh, die braucht doch gar keine. Fähigkeitsstufe ab bei Komajiro, das ist nice. Nein, es kommt tatsächlich keins. Ach, hier komme ich auch gar nicht lang. Na gut. Aber ich kann ja, glaube ich, hier oben noch weiter lang. Das wäre gar nicht so verkehrt. Oh, hier geht's wieder auf ein D. Rang Yokai zu. Hier ist noch was. Ein besser Blocken. Alles klar. Da oben ist auch noch was. Ein Fischköder. Das ist nice. Wo war der D-Rang Yokai? Hier irgendwie. Hier? Hier? Nee. Hier so? Wo soll der denn sein? Irgendwo hier. So in die Richtung? Vielleicht wieder ein, da, du bist wieder ein Albernd, das ist gut. Da. So. Den Albernd. Albernd greift an. Okay. Mit dem Schlotterrier. Ich setze mal das Ziel auf Albernd und gebe dem dann schnell so eine Makrele vielleicht. Also ich weiß gar nicht, ob das... Magst du das? Nein, war scheiße. Na gut, Ulti-Seele. Dann hier, Attacke, komm. Jibanyan, hau deine Tatzen des Zorns raus. Oh, Komajiro ist beseelt. Das ist nicht so cool, aber ich glaube... Ist im Endeffekt auch egal. Adrenalin. So, das Ziel ist ja immer noch auf dem Albernd. Kann der sich jetzt uns mal anschließen? Ich bräuchte mal wirklich dringend deine Hilfe. Und falls der Albernd das nicht will, dann nehme ich auch so einen Schlotterrier, weil der ist nicht... Oh! Guck mal, wie niedlich der ist. Kalt, bitte sei mein Freund. Ja, aber sowas von bitte ganz schnell, ich will kuscheln.
Schlotteria. Oh. Oh. Nein, du bist so unglaublich putzig. Oh. Es ist auch ein Charmanter. Oh, wir können unsere Charmanter-Reihe fortführen. Oh, ist das schön. Aber ich brauche halt einfach super dringend einen Aalbernd für die Quest. Oh, hier geht's wieder auf einen Rang D-Yokai zu. Hier. Mal gucken, vielleicht ist es ja wieder so ein komischer Falter und jetzt kriege ich den endlich mal. Wo ist er denn? Da. Pass auf, den kriege ich jetzt trotzdem nicht einfach, weil das soll nicht sein. Oder so. Tada! Oh, ich muss hier mal gerade Licht anmachen. Es wird nämlich gerade verdammt dunkel draußen. Freundesfalter greift an. Oh, das war wieder der mit dem Saft, ne? Das ist blöd. Freundesfalter und zwei Vinzicado. Na gut, ja, hier. Ziel auf den und dann kriegt der halt mal Milch, weil du magst bestimmt Milch, weil Milch ist Saft. Bisschen Energie, alles klar. Ich hau mal hier so, so raus. Weil dann können wir mal den Ulti-See, falls wir das noch schaffen, von Wanderkappa angucken. Weil vermutlich sind die Vinzicados vorher tot. Ist ja nur noch das eine da. Los, komm, Wanderkappa. Ich will mir die Nummer angucken, was der macht. Niagara, wow. Ist in Ordnung. Nehme ich. Wanderkappa grooved und so. Woo, woo, woo. Level up. Mit Sirup und keinem Freundesfalter. Das finde ich aber nicht so nett. Also die D-Yokais. Der leckere Pilz sollte hier irgendwo sein. Moment, was ist das? Sieht aus, als wäre uns jemand zuvor gekommen. Vielleicht überlässt er uns ihn ja einfach. Irgendwie glaube ich das nicht. Hä? Wer seid ihr denn? Warum seht ihr mich so an? Ihr wollt meinen leckeren Pilz wegnehmen? Die kriegt ihr nicht, das meiner. Entschuldigung, das ist vom Wirreführer die Entwicklung, ne? Oder zumindest sowas anderes. Kann ich den zufällig irgendwie fangen mit irgendwas, was ich gerade voll definitiv dabei habe? Mag Süßigkeiten. Okay. Vielleicht kann ich ihm die ja geben. Eine Süßigkeit wäre ja zum Beispiel definitiv ein Fruchtdrop, oder? Ein Bonbon. Bonbon ist auf jeden Fall... ach, das geht nicht, weil wir gerade so böse gegen die kämpfen müssen. Na gut. Dann Attacke. Komm, wir konzentrieren uns mal alle auf einen hier. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Mimi. Boom. Ich mach mal so, dass Petzmeralda ein bisschen mithelfen kann. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Komm, Petzmeralda, sag es. Dankeschön. Und dann kannst du nämlich dich mal kurz auf deinen Ulti-Seel hier konzentrieren. Dass wir noch einen davon wenigstens mal ein bisschen klatschen können. Boom! Sag es! Los, sag es! Jetzt mal rein, wozu habe ich dich draußen? Oh, da ist ein Ding! Da! So, nun hier, muss ich euch noch ein Ziel setzen oder kriegt ihr das noch alleine geregelt? Dankes. Ich kann den Kampf auch vorspulen, ich vergesse das immer. Bin besonders, ja, das hat meine Mama auch mal zu mir gesagt. Ein Pilz im Reiter, was habe ich eigentlich gerade gemacht? Dankes. Ah, schön, oh, die macht ein Level up, das ist schön. Ihr morgt dich, wenn unsere Pilz Miralda Level steigt. Omi hat den Level up gemacht. Also, das war vorher zu sehen. Aber wenigstens könnten wir uns nur den Pilz schnappen. Alles klar. Pilz. Der sieht... Wow. Wow, Nintendo. Wow. Wow. Das ist also ein leckerer Pilz. Ob er seinen Namen wohl gerecht wird? Oh, hier klatschen gerade voll die fetten Regentropfen gegen das Fenster. Ich hoffe, man hört das nicht. Bringen wir ihn zur Floristin im Blütenparadies. Ja, später. Hier ist noch irgendwo ein D-Yokai, was ich mir gerne schnappen würde. Oder zumindest kämpfen möchte. Und ich weiß vermutlich auch schon, welcher Yokai hier sein wird. Alter! Hört ihr das, wenn ich so rede und dann... Wow. Wow, ist ja... Huch! Ey, ich muss die Yokai fangen.
So. Das heißt, ich werde dann... Alter! Gleich wohl die Aufnahme beenden müssen. Weil es hier gerade... Ich glaube, also vermutlich hört ihr das Problem. Alter! 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 Holy Frick! Freundesfighter, Stibitza. Ja, hier, komm, einfach drauf. Bereit, Vincicado, komm, hau drauf. Ist aufgeladen. Wow. Wow. Mein Freund guckt hier auch gerade schon rein und gibt seinen Gesichtsausdruck zu dem Regen da. Preis. Ist krass. Das mag uns immer noch keiner von denen, ne? Nun gut, gucken wir hier nochmal gerade. Oh, guck mal, da steht wer. Meine Güte, ich werde nie so ein Ding finden. Wir scheinen viele Leute zu treffen, die mit sich selbst reden. Oh, möchtest du etwas oder hast du dich gefragt, was ich hier mache? Eigentlich, also ich versuche die Existenz von Tsuchinoko zu beweisen. Es sind Fabelschlangen, aber ich glaube, es gibt sie wirklich. Willst du mir helfen? Das klingt nach einem neuen Yokai. Ja, bitte. Toll, ich mache das als Forschungsprojekt für die GFM meiner Uni. GFM, Gesellschaft für Monsterforschung. Sowas wie Yetis und so. Ich habe Gerüchte von Tsuchinoko-Sichtungen hier in der Gegend gehört. Aber ich kann nichts finden. Schon der kleinste Hinweis würde genügen. Also brauche ich Hilfe und du scheinst dich hier auszukennen. Wenn du mir 3 Beweise liefern könntest, wäre das total klasse. Anscheinend findet man sie am Wasser. Dieses Wesen könnte dir nützlich sein. Komm hierher zurück, sobald du was gefunden hast. Ich gehe auch suchen. Okay. Okay, die hier ist aber schnell verschwunden. Eine sehr entschlossene junge Frau. Wahrscheinlich sind ihre Tsuchinoko eigentlich die Yokai Noko. Aber sie könnte sie nicht sehen, selbst wenn wir ihr einen bringen würden. Wir könnten ihr aber ein paar handfeste Beweise liefern. Also, auf geht's. Noko-Jagd. Ah, ist klar. Guck mal, hier hinten geht's auch lang. Ist hier zufällig irgendwas? Ah! Sag doch, so eine Gasse ist hier nicht einfach so. Eine Bronzepuppe. Nice. Vielleicht bringt uns die ja Geld ein oder so. Oh, guck mal, hier oben geht's irgendwie... Aber hier komme ich nicht lang, glaube ich, ne? Nee, na gut. Auf der Karte geht's hier ja scheinbar noch weiter. Oh, ist das schön hier. Oh... Voll cool. Oh, hier schlägt die Watch in Richtung D-Rang aus. Quasi hier so. Nice. Mal gucken, was wir hier bekommen. Wahrscheinlich wieder ein Freundesfighter. Der sich wieder nicht mit uns anfreunden will. Der könnte... Wo ist er hin? Da. Der könnte sich auch einfach mal so mit uns anfreunden. Ohne, dass wir dem was geben. Weil, hallo, wir sind voll awesome. Ansonsten muss ich halt einfach mal wirklich auf die Suche nach Saft gehen. Freundesfighter. Freundesfighter greift an. Dass sie immer so aggressiv sind. Okay, mal gucken. Vielleicht magst du ja noch irgendwas anderes. Ich meine, so eine Frucht, so eine Kaffeemilch ist ja fast ein Saft. Kannst du ein bisschen energiemäßig? Alles klar. Okay, komm, dann Jibanyan darf mal raushauen. So. Aufgeladen. Attacke, Jibanyan. Ich wünsche, Jibanyan wäre nicht so faul immer in seiner Animation. Das passt so gar nicht. Macht irgendwer ein Level up? Nö, Vincicado vielleicht, aber... Nein, Freundesfighter wischen wieder nichts von uns. Na gut. Och, da ist noch eine Kiste. 2x dunkler Sirup. Das ist ganz nice. Tanzsternchen. Okay. Dann gehe ich mal hoch. Hier mal schauen. D-Rang. Hier an dem Baum.